Hallo, ich bin Feuerwehrmann Sam. Und heute erfahren wir mehr über Brandschutzvorkehrungen von Joe und Hannah. Denn heute zeigen uns Joe und Hannah, warum an eine Steckdose nie zu viele Geräte angeschlossen werden sollten. Das ist eine Steckdose. Und normalerweise sollte dort immer nur ein Gerät eingesteckt werden. Aber es kommt vor, dass man mehr als nur einen Stecker in eine Steckdose stecken will. Das ist auch in Ordnung, wenn ihr so einen Verteiler verwendet. Aber egal, was ihr tun wollt, wenn dabei Elektrizität eine Rolle spielt, holt einen Erwachsenen, der das für euch sicher erledigt. Wisst ihr, jede Steckdose hat eine maximale Leistungstoleranz, basierend auf der Stromstärke und den Wattstärken der jeweils an die Dose angeschlossenen Gerätschaften. Dad! Sieh mal hier, an eine Steckdose habe ich ganz viele Sachen angeschlossen, um zu demonstrieren, was die Gefahr dabei ist. Dad, das sieht mir aber überhaupt nicht sicher aus. Ganz ruhig, Hannah. Ich weiß, was ich tue. Oh, sieh mal, Jupiters Fernsteuerung ist voll aufgeladen. Wow, zischt der los! Schau nicht dahin, Dad. Sieh dir lieber das Steckerchaos an. Es sind viel zu viele. Ah. Deswegen sollten nie zu viele Geräte an eine Steckdose angeschlossen werden. Oder aber vielleicht doch? Ba, 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 ba. Norman Man eilt zur Rettung! Mit Atomic Boy! Also denkt dran, Erdlinge! Fahrt vorsichtig! Ah! Und wahre Helden haben immer ihren Helm auf.